Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Changelog 19.0, also das neue Update 2019. Ja, der größte Faktor ist natürlich die Drachenstein-Alchemie, die mythische, die neue. Da werden wir heute kurz drüber reden nochmal. Es kam ja schneller, als ich erwartet hätte. Ja, aber es kam auch ohne einen Grund. Also, sie haben immer noch nichts gesagt, für was man jetzt mythische Steine braucht, ob das nur als Standardisierung des Servers dienen soll. Was meint der Tibo mit Standardisierung? Dass sich halt viele einfach diese hohe Alchemie-Klasse nicht leisten können. Und man sagt, ja, wir tun es jetzt ein bisschen runtersetzen. Man setzt eine neue Klasse ein, die einfacher zu erreichen ist, wo man weniger Verluste trägt. Das ist natürlich die Frage. Ja, weil für was anderes, es gibt keinen neuen Dungeon, die anderen Dungeons sind gut machbar mit dem Zeugs, aber vielleicht will man da einfach nochmal ein gewisses Level runtersetzen, dass man es noch einfacher schaffen kann. Die genauen Intentionen da dahinter werde ich aktuell nicht verstehen, es wäre mal toll, wenn man da mal ein Statement dazu macht, warum man eigentlich das hier jetzt brauchen soll oder was, zu was es dient. Ja, weil, also man denkt ja selbst, Websen muss ja irgendwas dabei gedacht haben. Ist es jetzt zum Geld machen, was ich aber nicht ganz glaube, weil meiner Meinung nach verdient man dann nur noch durch die Kurse, aber auch nicht unendlich viel Geld. Ich weiß nicht, durch die alte Alchemie habe ich immer gedacht, da verdient man ein bisschen mehr. Also als Publisher. So, aber ich muss sagen, es tut mir leid für die Leute, die natürlich einen fertigen Ring haben. Die haben halt auch teils wirklich lang dafür gebraucht. Es gibt einige, die haben das ohne Echtgeld gemacht. Es gibt einige, die haben sich halt die Steine so gekauft, also mit Itemshop-Kurs und so weiter, mit den Rädern, mit den Minen und so weiter. Die tun sich natürlich schwer, dass es jetzt eine bessere Alchemie gibt, im Endeffekt. Die alten Steine so zu verscherbeln, finde ich, war wahrscheinlich ein Riesenfehler. Also der, wo das jetzt schon gemacht hat, das ist einfach nur eine Kurzschlussreaktion gewesen. Ich habe sie einfach wieder eingebaut. Ich werde mir einfach einen zweiten Ring machen und der wird dann mythisch sein. Also ich höre das Spiel nicht auf. Weil ich muss sagen, irgendwie, ich habe selber auch hohe Steine gehabt, nicht so hohe wie andere, aber irgendwie das mit den Flammen des Drachen, also da, die sind dafür da, dass man Alchemiesteine in Zukunft switchen kann, also zumindest die auf mythischem Grad. Ja, da könnt ihr die Zufallsboni switchen. Die drei Standardboni, einer kam ja dazu, das ist ja Kraft gegen das Element. Und es gibt ja noch zum Beispiel im Rubin Stärke und Feuerwiderstand. Und ja, da kommt jetzt ja Kraft des Feuers noch hinzu. Und dann gibt es ja wie immer die vier Stück, DSS, AB, DSS Widerstand, Def. Die kann man dann in Zukunft switchen. Und man braucht die Flammen des Drachen, die man aus den Truhen wie Rasa, Nemre, Bagyanamu, Jotum und den Melikisten bekommt. Finde ich ganz gut. Die Drop-Chance ist in Ordnung. Haben wir auch schon ein bisschen angeguckt. Ja, und man soll also vermutungstechnisch 81 Drachen vielleicht, also es ist nur eine Vermutung, brauchen, um einen Exe-Stein switchen zu können. Also man hat nicht ein Flamme des Drachen und kann dann jeden Stein auf jedem Grad quasi switchen, sondern man braucht, umso höher der Stein von der Reinheit ist, braucht man mehr Switcher. Das ist eine coole Sache. Ja, jetzt gibt es natürlich die Leute, die natürlich die mythisch, also die Legi-Steine, früher haben sie halt im Item-Shop schnell die Kurs gekauft und sind natürlich auf sowas nicht unbedingt geil. Also, die farmen es halt nicht. Die Steine sind jetzt verdammt teuer, die Legis und die Antiken eigentlich schon das Doppelte. Auch die Truhenpreise wegen den Flammen des Drachen sind doppelt so teuer geworden. Rein farmtechnisch eine gute Sache, muss ich echt sagen. Aber wie gesagt, ich möchte halt gerne mal eine Begründung hören, warum brauche ich jetzt einen mythischen Stein? Das wäre ganz, also die Intention, der Grund da dahinter. Ja, das wäre cool. Was ihm natürlich als i-Tüpfelchen, was der Tibor ja jedes Mal sagt, gehabt hätte, wäre gewesen, wenn die Flammen des Drachen in einem Spinnenbarones drin gewesen wäre, in einem Sensenmann oder in einem Azrael. Um die Runs einfach aufzuwerten. Es wäre easy going gewesen und es wäre eine Top-Sache. Irgendwas im Low-Level halt. Weiß nicht, schon wieder das High-Level zu pushen ist ein bisschen, naja. Das Lager, die Lagersicherheit
Die ist auch gar nicht schlecht. Man wird jetzt regelmäßig aufgefordert, sein Lagerpasswort zu ändern. Wenn man das gemacht hat, kriegt man für 90 Tage entweder Verteidigung oder 1% TP oder 3% Monster und ich glaube noch mal ein Boni. Den weiß ich nur leider jetzt nicht. Ist eine gute Sache, kriegt man einen Boni für 90 Tage. Gut, der Akzelerator oder wie er auch immer ausgesprochen wird, zum ja, Wartezeit überspringen von Forschungsquests, da kriegt man halt nur 10%. Finde ich ein bisschen wenig. Es müsste schneller gehen. Tipps im Ladebildschirm zusätzlich angezeigt, also kriegt man jetzt angezeigt. Ja, gibt es in anderen Spielen schon lange, ist in Ordnung. Naja, ob es jemand liest, ist fraglich. Gut, dann Handschuh des Diebes, da gibt es jetzt auch noch eine Anpassung, nicht nur in der Charui, sondern auch in der Beschreibung, die war bisher immer falsch. Der droppt halt nicht doppelt so viel, sondern nur 50% mehr, als wenn ihr den drin habt. Den 3-Stunden-Handschuh. Das mit dem Verfüttern finde ich eine gute Sache. Ja, dass da jetzt ein Bestätigungsfenster ist, bevor so ein Gegenstand mit Bonis verfüttern können, kommt, finde ich gut. Klar, bei einem Gifty und so, das wird ein bisschen nervig, aber gut, ist halt so. Ja, das ist halt ein Punkt, da verhoffe ich mir eigentlich viel. Wenn sich, sagen wir mal, mit dem Update die Performance geändert hat und auch die Server-Crashs weniger werden, dann überlege ich mir wieder, ob ich dann wieder Videos mache. Aber das muss ich erstmal jetzt ein paar Tage mal schauen. Und dann werden wir da eine Entscheidung treffen. Ja. Die restlichen Bugs, klar, jetzt noch sowas wie, dass man mit Lekane, das war jetzt hier noch Verbesserungen, auch keine Fertigkeiten mehr in der Verwandlung haben kann. Also die Purpur ist dann mit gemeint, finde ich wiederum gut. Dann ist wenigstens Gleichberechtigung für alle. Sonst, ja, auch wenn es für viele Kritiker halt einfach schlecht klingt, dass ich das jetzt gar nicht so schlecht rede. Keine Ahnung, es ist einfach mit der Kombination der Switcher, finde ich es eine interessante Lösung. Da, ich kann jeden verstehen, der das schon fertigen Ring hatte. Aber ja, so verändert sich es halt. Einzigster Punkt war, wie gesagt, ich hätte eine Intention gerne dahinter gehabt, eine Ansage von Gameforge oder Websen, die gesagt hätten, zum Beispiel, ja, in diesem Jahr kommt ein fetter neuer Dungeon, ja, dann ist es ein bisschen was anderes. Oder für was einfach der Grund war, dass man mehr Damage oder mehr Push braucht. Ja, aber das war's dazu. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.